Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Midevil Engineers hier bei Minecraft TV zusammen mit dem Ice Dragon. Hallöle! Hast du da gerade einen Buchstaben verschluckt? Kann das sein? Ja. Midel? Da fehlt dem Buchstabe, glaube ich, ja. Hast du wieder ein I vergessen? Nicht weiter tragisch. Eben gerade ein paar neue Planken machen, damit ich meinen Boden... Ich mach grad Balken. Ja, die Balken habe ich auch schon gemacht. Jetzt sind aber Planken dran. Das Ding ist eigentlich, ich hätte eigentlich viel mehr Holz mitnehmen müssen. Ich hatte nämlich unten, bei meinem Haus habe ich ein komplettes Lager voller Holz. Und auch ein halbes Balkenlager. Hätte ich einfach komplett mit hochnehmen müssen. Aber ich glaube, ich werde demnächst dann nochmal hier so ein bisschen, ja, gucken, dass ich alles wieder auf die Reihe kriege. Also ich habe die Mühle nochmal ins Haus eingebaut, wie die jetzt noch vorm Haus steht. Guck, da wirklich überall nur noch Linst Oil fehlt, abgesehen von der Mühle selber oben, von dem Mühlrad. Ja, so, 80 Planken sollten reichen, ne, erstmal. Obwohl, reicht nicht sehr besonders lang. So, jetzt habe ich die Balken auch drin, es fehlt oben nur noch Clove und Linst Oil. Halt, ich brauche jetzt Flachs. Ja, dann besorgt mir mal welchen. Aber ich glaube, ich überlege auch, ob ich wieder ein Fahrzeug irgendwas baue. Zumindest habe ich mir überlegt, eine Sämaschine wenigstens und eine Erntemaschine. Okay. Einen Flug glaube ich nicht, weil wie gesagt, ich habe die die Zäune links hier drum. Außerdem ja. Will ich nicht, dass er das Feld dann größer macht, als es ist. Ich weiß nicht, ob man die ein- oder ausschalten kann, muss, soll, weiß ich nicht, weißt du? Ja. Weil die jetzt eben hier meine ganze Wiese hier umflügt, wenn ich damit rumfahre mit dem Fahrzeug. Will ich ja auch nicht, weißt du? Na, oh, das so. Geht gut. Das kann ich wohl so lassen. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, was ich alles brauche überhaupt für eine Erntemaschine zum Beispiel. Für den Ernter, also der Harvester hier. Ich habe mir jetzt einen Holzboden reingezogen. Auf die erste Etage. Ich brauche schon mal eine große Truhe. 10 Balken und 16 Metallteile. Boah, für den Flug brauchst du aber 60 Metallteile, wa? Boah, das ist schon viel. Und für die Sämaschine nochmal 18 Metallteile und wieder eine Truhe. Ja. A simple harvester for crops that can be attached to a cart or other mechanism. Welche andere denn vor allem? Ich habe mir ehrlich gesagt so gehofft, dass ich die Treppen nicht abbauen muss, und hat auch funktioniert. So. Aber ich finde, so wird mein Tower doch so langsam. Was? Ja. Jetzt kann ich vor allem hier auch komplett rumlaufen, ohne hier irgendwas. Das Feld, das Bauen ist viel leichter. Okay. Was brauche ich denn für eine große Truhe? Kann ich eine große Truhe überhaupt schon herstellen? Musstest du auch wissen. Ich glaube, ich kann eine große Truhe nicht mehr herstellen. Ne? Nein. Nein, das ist der Better Furnishing drin, das habe ich aber gar nicht. Soll ich sie machen? Aber Better Furnishing ist eigentlich recht leicht gemacht. Ach, ich mache mir das selber. Ja, deswegen. Es ist ja recht leicht. Ich starte die mal eben schnell. Siehst du? Place? Place a large Truhe. Okay. So, da brauche ich 8 Planken. Planken haben wir. Metallteile, 4 Stück. Mal gucken, warte, ich habe noch welche im Inventar. Ja, reicht auch. Gut, dann kann ich schon mal eine herstellen. Eine große Truhe. Ist da? Ja. So, eine große Truhe hergestellt. Noch platzieren. Wo platzieren wir die denn? Auch hier unten am Haus. Ach, steht die falsche Wand platziert. Geht's ja doch gut. Können wir hier im Haus platzieren. Das sind die falschen beiden. Die mit Türen, ich brauche die mit den Fenstern. Doppelfenster? Ne. Fenster links und Fenster rechts. Sollten reichen. Zack, da kommt einen von denen hin. Obwohl, wenn ich die im Kreis die ganze Zeit platziere und im nächsten Stock wird die rechts, könnte auch noch was aussehen. So. Zack. Und dann noch die letzte. Ich bin immer noch im Überlegen, wie hoch ich mein Tower überhaupt machen soll. So, Better Furnishing. Next, you want to craft a wardrobe. Gather the needed resources. Okay, 8 Planken und 8 Metallteile. Okay, so die Kiste nehme ich schon mal wieder mit. So, ich habe auf jeden Fall 200 Steine jetzt erstmal. Brauche ich nämlich für die andere Maschine die Kiste. So, Metallteile brauche ich noch. Oh. I need. Oh, Metal. Ja, den Sound habe ich auch wieder angelassen. Was hast du angelassen? Diesen Abo-Sound. Den habe ich auch sehr angelassen.
Ach so, naja. Jetzt hat er einfach kurz Bing gemacht. Das heißt, wir wissen, dass jetzt gerade in dem Moment irgendwo jemand abonniert hat. Ja. War gut zu wissen. So, ich brauche einen Barren. Welchen Barren nehmen wir denn? Ah, nehmen wir. Ach, nehmen wir mal den Zinnbarren einfach. Eisenbarren möchte ich dafür nicht benutzen. Nicht für Metallteile. Nicht, wenn ich nicht auch einen Zinnbarren dafür nehmen kann. So. Ja. Ich nehme das, was am einfachsten zu bekommen ist. Ja, Kupfer oder Zinn oder sowas in der Art. Am besten Kupfer. Ja, Bronze. Ja, Bronze brauchst du aber Kupfer und Zinn für. Ja. So. Nächstes Stockwerk ist gebaut. Wir müssen uns eine Wardrobe herstellen. Einmal die Treppe hoch. Stellen wir eine Wardrobe her. So, damit ich endlich eine Wardrobe habe. Damit ich mich endlich umziehen kann. So, platzieren. Erstmal Platz finden für diesen Riesenschrank. Passt der hier nur so durchs Dach durchglitscht? Nein, er glitscht durchs Dach, okay. Dann kann er da also nicht stehen bleiben. Mann. Muss mir erstmal noch eine. Oh, muss mir erstmal eine Treppe erst da hochsetzen, damit ich da hochkomme. Offensichtlich. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Ich möchte natürlich nicht, dass er durchglitscht. Dach. Da glitscht er zwar auch schon durchs Dach, aber ja, reicht ja erstmal. So. Change color of clothes and wardrobe. Ja, sehr gerne. Erstmal würde ich gerne endlich mal auf den männlichen Charakter wechseln. Dankeschön. So, wenn ich jetzt auch noch meine Kleidung sehen könnte, dann wäre es viel einfacher mit der Farbe wechseln. Ich dachte, du spielst sonst immer eine Frau. Nicht immer. Und die Farbe, die ich habe, dieses grässliche lila Pink, ist ja auch ekelhaft. Ja. Ich spiele in Gelb. Ich spiele irgendwie immer im Gelb. Ja. So, geschafft. Nächste Etage wird gebaut. Oh, hier ist sie fast abgestürzt. So. Ja. Na, zack. Die Farbe hier wechselt. Mal draußen gucken, wie wir jetzt aussehen. Hier. Ich sag mal so, wenn du oben auf einem auf einer Plattform läufst, ohne Geländer oder sonst was, ne? Nicht Schiff drücken. Dann stehst du kurz vor dem Abgrund. Es geht leider ein paar Meter runter. Wieso stehst du denn gleich, wieso wenn ich Schiff drücke, steht dann vor dem Abgrund? Weil ich dann eher über die Plattform renne und dann ja, irgendwie gut, runterfalle. Das macht man ja auch nicht. Tja. So. Habe ich jetzt also schon wieder abgeschlossen, siehst du? No. Diese Fähigkeit. So, jetzt können wir nochmal zur Erntemaschine zurückkommen. Ich habe keine Planken mehr, ernsthaft. Naja, Planken sind da leicht gemacht. Ja, ich müsste jetzt aber einen Baum fällen dafür. 10 Balken, es reichen meine Balken nicht. Für die. Ich hätte vielleicht eine Falltür einbauen sollen. Die habe ich auch schon. Okay. Meine Metallteile reichen auch nicht. Also brauche ich auch Balken und Metallteile. So. Metal Tools. I need Metal Tools. Muss ich mal ein bisschen hier ein bisschen Bronze einschmelzen. Bronze, ein bisschen Kupfer einschmelzen. Machen wir 2 Barren. Nein, Baum bleibt liegen. Warum denn? Der rollt mir gerade den Berg runter, den kompletten Berg. Na, lass ihn doch rollen. Wow, der ist den komplett. Scheiße, jetzt fall ich den Berg runter. Boah. So, dann machen wir nochmal Metallteile. Mach ich gleich 2 Metallteile. Werde ich eh öfter jetzt brauchen in nächster Zeit. Ja. So, achso, Balken? Noch ein paar Balken. Oh ne, das ist endlich komplett Berg runtergerollt. Egal. Ja, werde ich wohl den Abstieg machen müssen und mein Lager anzapfen müssen. Okidoki. Ich hab, mein Lager ist ja komplett ran voll mit Holz. Ich muss jetzt natürlich warten, bis mein scheiß Flachs da fertig wird. Ich könnte es auch nicht auch einfach direkt verarbeiten. Wäre auch machbar. Vorher kann ich das Mühlending nicht abschließen. Ja. Voll nervig jetzt. Ja, wo liegt denn mein Baum, den ich hier gefällt habe? Das weiß ich nicht, wo der liegt. Aber ich finde auch, ich sollte hier mal was essen. So. Was fehlen jetzt noch für die Metallteile? So, jetzt kann ich schon mal einen Ernter herstellen. Eine Erntemaschine. Okay. Jetzt habe ich eine Erntemaschine.
So. Jetzt müsste ich nur noch mir ein paar Räder schnappen. Ja. Ja. Aber zusammen schustern da draus wieder. Ein paar Räder, ein paar Achsen. Da hinten ist mein Achsen habe Haus. ich noch 4 Stück, das ist sehr gut. Seitdem stehen die Zäune auch wieder weg von meinen Ackern da. Was denn? Okay. Warte, ein Reh. Womit schlage ich am besten auf ein? Keule, Spitzhacke, Wie das mit der Axt? Arm, wie das mit der Armbrust? Warte, schon, die muss ich auch schon mit haben, ne? Ja, da hast du doch. So, machen wir mal ein paar Fünfbalken. So, 4 Räder, 4 Achsen, das klingt schon mal gut. So, ein paar Rundbalken, ein Haufen normale Balken. Na? Ja, an sich habe ich dann alles, was ich brauche, um was zusammen zu schustern. Wie treffe ich denn den nicht? Keine Ahnung, weil du nicht in der Lage bist zu zielen, würde ich sagen. Spontan. Wäre jetzt so meine Ich bin Schlussfolgerung. einfach zu weit weg. Der Fall kommt gar nicht so weit. So, ich hätte gerne mal. Mann. Es So, ist umgekippt. Rundbalken, so 7. So, machen wir erstmal einen Balken wieder drin, wo wir was zum Arbeiten haben. So, das kommt Ich erstmal habe einen Reh erlegt. gerne. Das hätte ich gerne mit dem Ernter. Erntemaschine. So rum. Immer die Frage, wie groß, wie hoch müssen die sein? Muss die sehr flach am Boden sein? Muss die nicht sehr flach am Boden sein? Ach komm. Reh, despawn endlich. Ich will in deinen Beutel haben. Du weißt, das ist ein Reh und kein Kanin und kein, wie heißt es, Känguru? Känguru, genau. Das wollte ich sagen, ja. Ja, So. aber es muss ja. Ich will dein Fleisch haben. Dann brauche ich mal die Achse. Eingefasste Achse, verlängert. Einseitig, die reicht Bitte. mir. Ah, da ist er doch. So, dann machen wir mal Räder ran. So, jetzt auf zum Haus. Und hier an der Stelle mit der Höhe, ja, Ja. Rad 1, Rad 2. Bis jetzt runterlasse, dann schleift die Erntemaschine schon fast auf den Boden, aber macht ja Sinn eigentlich, wa? Ja. Ich weiß nicht, wie tief oder wie hoch die sein muss, deswegen. Naja, ich mach's mal lieber. Ein bisschen höher. Können sich dort So. mit dem Fahren ein bisschen schwierig gestalten. Machen wir eine kleine Erntemaschine. Machen wir einen Mähdrescher. Im Prinzip baue ich mir gerade einen Mähdrescher. Ich lage jetzt mal komplettes Inventar hier aus. Wir bauen Den Rest mache ich voll mit Stämmen, den einen Platz, den ich hier so habe. Mähdrescher. Ich verkaufe dann später Mähdrescher, ja, also. Ich werde jetzt zum ersten Landmaschinenhändler. Wow, mein Inventar ist tatsächlich mal voll. Also wenn ihr Landmaschinen braucht, ne, ich bin dann euer Mann. Oh, okay. Kannst du ja auch vermieten. Könnte ich. Kann dir auch verkaufen. Ist das Flachs? Keine Ahnung. Nee, ist es nicht. Was ist ein bisschen breit? Ich würde es ein bisschen schmaler machen, das Ganze, ne? Ein bisschen optimieren. Gut, liebe Leute, aber ihr werdet es kaum glauben, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja. Und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Wir hoffen auch sehr, dass ihr wieder einschaltet. Würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dies tut und verabschieden uns bis dahin und sagen ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.